Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101 am Mondsichelstrand, wo wir jetzt das große Biest rufen werden. Und ihr seht es schon, ich habe Unterstützung auftreiben können. Jemand hat sich in den Kommentaren bei mir gemeldet. Und ich habe mich mit der Person jetzt gerade getroffen in der Stadtmitte. Und er meinte, hey, ich kann dir auch gerade nochmal kurz hier beim Biest helfen. Und dann machen wir das auf jeden Fall jetzt. Wir müssen das Viech aber erstmal rufen. Und dafür laufen wir mal hier hin. Du setzt das Horn an deine Lippen und holst tief Atem, bevor du hineinbläst. Sein dunkler, voller Klang wird vom Wind weitergetragen, moduliert und neu geformt. Er hallt von den Klippen wieder und jagt über die Brandung hinweg aufs Offene. Und dann hörst du die ebenso tiefe und volltönende Antwort. Du beobachtest, wie sich ein großer Ich werde mal jetzt ein bisschen die Dinger durchskippen, weil natürlich er mir gesagt hat, dass er nicht so viel Zeit hat. Und da müssen wir jetzt ein bisschen schnell machen. Aber das sieht schon geil aus hier mit dem Biest, oder? Mega. Mit fallenden Schuppen und hängendem Maul. Und nach vorne, die sterrenden Sturz, erwartet uns. Wenn ihr die Texte lesen wollt, könnt ihr eventuell pausieren, aber so wichtig sind die jetzt auch nicht. Ja, auf in die Schlacht, da sagt er was. Rein mega Kampfelixier. Huiuiuiui. Da geht's ja voll ab. Okay. Ich bin sowas von ready. Und denkt dran, Leute, wenn ihr das Video seht, an dem Freitag jetzt wird der Stream zu Düstermoor kommen um 19 Uhr auf Twitch. Und ansonsten dann auch die nächsten Tage auf meinem Kanal als Let's Play Folgen. Also, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, begleitet mich gerne auf dieser Reise. Ich würde mich sehr freuen. Wird, glaube ich, ein sehr geiler Abend. Ich kann ihn irgendwie nicht ansprechen, egal. Ja, das ist jetzt ein bisschen rushig hier durch, aber ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm. Denn alleine würden wir hier echt ewig brauchen und wir wollen ja auch Level 100 erreichen. Aber das sieht sehr, sehr episch aus. Weiße Klingen zum Angriff! Mit dem Wasser hier. Oh fuck, ich habe mein Deck nicht. Oh, ups, keine Kraftausdrücke. Ich habe mein Deck nicht umgeändert. Da sind ja noch hier Dinge. Sachen. Sind jetzt noch. Der Ifrit ist noch drin zum Beispiel. Den brauchen wir natürlich jetzt eigentlich nicht. Aber gut. Wir haben jetzt schon während diesen paar Sekunden, es waren ja nicht mal 3 Minuten, haben wir jetzt schon mehrere Quests abgeschlossen und gut EP bekommen. Also ich denke, dass wir in dieser Folge tatsächlich endlich Level 100 erreichen werden. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich richtig. Und generell auch jetzt in Chrysalis, wenn wir hier diese Überfahrt gemacht haben, erwarten uns geile Gebiete, die wirklich schön designt sind, dass wird richtig Spaß machen. Und da kommt schon die Vogelscheuche. Selbstverständlich kritisch. Jo, das ist dann mal ein guter Schaden, würde ich mal sagen. Beautiful. Klingen. Rückzug, Rückzug. Ich fühle mich wie ein Fotograf. Ich muss mal hier kurz irgendein geiles Thumbnail machen. Oh, das sieht mega aus. Okay. Dann auf zu Captain Taylor Coleridge. Wie viel EP kriegen wir eigentlich dafür? Eine Menge. Schon wieder 70.000 und es werden immer mehr. Das ist wieder unter die Wasser. Du inspizierst den Ozeanerkristall. Jetzt tauchen wir wieder ab. Der Stein summt im Einklang mit dem Grollen und aber plötzlich beginnt er zu flackern. So, nochmal 60.000, das ist der Wahnsinn. Das große Biest mit einer Berührung des Höhenmessers dazu und wieder ist der Weg auf den Rücken des Biestes. Okay. Zeit für den Kammerjäger. Mal wieder ein Bosskampf. Und hier haben wir die Windradkäfer. Ja, und das ist richtig geil jetzt hier. Jetzt verändert sich nämlich auch die die Umgebung, je nachdem, wie weit wir hier aufs offene Meer hinausfahren. Also designtechnisch ist dieser Dungeon wirklich mega. Gefällt mir übelst gut.
Viecher sehen auch echt bedrohlich aus, oder? Also da kann man schon echt mal in Angst verfallen. Mein Mikrofonständer hat gerade ein bisschen gewackelt, aber jetzt passt das wieder. Der Mikrofonständer, naja. Alles klar. Ah, Mythos ist aber immer ekelhaft. Die Frage ist halt, was die jetzt machen. Oh, bis jetzt geht's aber noch. Er hat auch gute Werte, ne? Kann das sein? Warte, wir gucken mal uns hier ein bisschen die Rüstung an. Ah, ja, gut. Das ist die Dragoner-Rüstung. Aber nicht komplett, ne? Die ist natürlich mega gut. Anker des Admirals. Und dann haben wir hier noch Tödlicher Dolch des Dragoners. Talisman des Dragoners. Und auch der Ring. Also das ist wirklich krass. Und der kriegt ja nochmal Set-Bonus zusätzlich dazu. Wow. Einfach nur wow. So, ja, viel machen kann ich jetzt hier gerade nicht. Das Fossil der Rache kriegen wir jetzt mal zu sehen. Oh. Lasst mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe das hier sind. Es könnten sogar nur 3 sein. Aber wenn wir hier alleine drin wären, dann wären halt diese 3 Kämpfe schon verhältnismäßig viel gewesen. Und die Gegner sind ja jetzt auch nicht ohne. Und da kommt dann bestimmt nochmal ein kleiner Bosskampf. Und spätestens dann wird es schon herausfordernd. Hallöchen. Kritisch. Ah, das ist eine Variante, die auf alle Gegner geht. Mega. Hier spawnen sogar rote Irrlichter. Sehr nice. Level 100 ist nah, Leute. Es geht irgendwie jetzt voll schnell. Aber so ist das normal. Windradkäfer. Ich schätze, die Schattenkönigin hat sich uns auf den Hals gehetzt. Wir sind nun am Rand des riesigen Mahlsturms. Wir sollten das Biest wieder auf Tauchgang schicken, bevor wir... Durch die Schwingungen des Höhenmessers kannst du erahnen... Und wieder hinab. Es kommt Sturmentgegner. Oh, ich erinnere mich. Die Tiefenbrut. Du stehst im Mundana-Kristall und den Ozeana-Kristall im Auge. Beide müssen miteinander im Ein... Und beobachte auch aufmerksam den Rasatala-Stein und den Mahatala-Stein. Nicht, dass das große Biest sich noch entschließt, uns beide aufzufressen und wieder seine eigenen Wege zu schwimmen. So, einmal hier die Steine kalibrieren. Immer wieder musst du die Steine und Kristalle justieren. Plötzlich bricht eine unerträgliche Kakophonie los. Der Höhenmesser zittert, als der Weg schließlich frei wird. Hörst du das Kratzen von Klauen auf dem Rücken des Biestes und das disharmonische Zirpen? Morgante, Schurken, Wagen, Nagelne von Dagen! Ja, die Tiefenbrut. Das sind schwierige Gegner. Alles 3 ist Endgegner. Uff. Oh. Ich habe ein bisschen Angst, aber er wird es schon machen. 11.000 ist halt schon nicht ohne. Und die haben alle... Starten alle mit maximalen Pips. Ja. Wenn das mal nicht gefährlich ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, mit Todesfall auf alle Gegner. Es gibt so viele interessante Zauber mittlerweile und so viele praktische Zauber auch.
so eine Falle auf alle Gegner. Das war ja eigentlich eine Sache, die vorher nur stürmen konnte, so richtig. Uiuiui, jetzt regnet es hier auch. Jetzt sieht es richtig geil aus. Wird das geblockt? Ja, greift ihn ruhig weiter an. Er kann das ja scheinbar tanken. Okay. Übrigens, diese Viecher hier, die sieht man auch im Krulu-Zauber. Die kommen da so am Anfang und dann beschwören sie ihn. Große Todesfalle. Das ist so praktisch. Das ist echt mega praktisch. Oh, jetzt werden wir angegriffen. Oh mein Gott. Eine Sturmeule. Die wird richtig reinhauen. 1500. Ah. Dein Stachel ist direkt mit Enthusiasmus dabei. Schön. Und der letzte Gegner lässt sich ein bisschen Zeit. Boah, aber die sammeln auch so schnell ihre Pips wieder. Die können eigentlich jede Runde so einen krassen Angriff machen. Oh, nee, ey. Die Sirenen. Aber sie sind ja mittlerweile nicht mehr so schlimm, ne? Also vom Effekt her. Oder? Wie waren das? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Naja, werden wir gleich sehen, was die jetzt mit uns machen. Okay, sie zerstören keine Klingen mehr. Das war ja das Nervigste an denen. Kann ich drauf verzichten? Ah! Boah, lasst mich doch mal in Ruhe, ey. So, greift er jetzt an? Nee, noch nicht. Aber gleich wahrscheinlich. Ich mache mir mal auch noch hier eine Aura. Und dann können wir mit dem Feuerdrachen ein bisschen hinterhersetzen. Also irgendwie sind die jetzt sehr auf uns fokussiert. Habe ich den Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Die gehen alle drei auf mich. Was soll das? Okay, sie sterben nicht durch die Vogelscheuche, sonst wäre uns jetzt kein Mana abgezogen worden. Auch wenn ich mich frage, wie das möglich ist. Ah, ganz knapp reicht's nicht. Okay, dann hoffe ich mal, dass der Feuerdrache jetzt trifft. Kritisch geblockt. Oh Mann, ey. Der letzte ist irgendwie echt hartnäckig. Komm schon, triff, triff, triff. Mach mich stolz. Oh Mann. Beim Vollpfosten. Jetzt greifen die uns ja immer noch an. Was haben die mit uns? Ja, toll. Ich will gar nicht wissen,
wie wir hier alleine da gestanden hätten gegen die. Ich nur so, yo, yo. Ah, Kulu, mein Schätzchen. Ja, da sehen wir die Viecher jetzt auch mal. Da unten, da sind sie nämlich. Das Wasser glitzert sogar so richtig. Also der Name Sternsturzsee passt auf jeden Fall zu diesem Gewässer hier. 2000 hat das Viech noch. Ob die auch irgendwas Schönes droppen? Oh, wobei, ist eigentlich eh egal. Wir werden ja jetzt dann morgen Nacht, oder aus eurer Sicht heute, nach Düstermoor gehen. Und da hoffentlich ein bisschen was an Rüstung und so weiter bekommen. Einfach passen, irgendwann haben wir es schon geschafft. Jawohl. Müssen wir uns noch mal kurz teleportieren. So. Weiter geht's. Als die Tiefenbrut angriff, dachte ich schon, es sei um dich geschehen. Doch irgendetwas scheint auf dich aufzupassen, Zauberer. Einst war die Sternensturzsee ein sanfter, friedlicher Ozean. Doch dann kam die Schattenkönigin. Nun, dann lass uns diese Fahrt mal zu Ende. Du bewegst den Höhenmesser wieder nach unten. Das große Biest. Du bündelst deine Willenskraft. Er zittert und rotiert. Droht euch in den Mahlstrom zu reißen. Doch du bleibst ruhig. Atmest tief ein und aus. Und ehe du dich versiehst, findest du dich genau dort wieder, wo du sein sollst. Ja, vielen lieben Dank an Dennis Lilienhaupt. Das war ein sehr schnelles Vergnügen hier. Und Level 100 ist jetzt in Reichweite, Leute. Da fehlt wirklich kaum noch was. Nun kamen Nebel und Schatten. Es wurde bitterlich kalt und finstere Schatten vorbei an uns flogen, so schwarz wie Ebenholz. Das Schifflein es flitzte, der Schaum erspritzte, das Kielwasser folgte im Dreh. Als Erste sind wir vorgestoßen bis hier in diese stille See. Willkommen auf dieser sternenverlassenen und vom Schatten verfluchten Insel. Zauberer, es mag sein, dass wir seit langer, langer Zeit die ersten lebendigen Wesen sind, die Fuß auf diesen einsamen Felsen setzen. Ich bin aber sicher, dass es hier eine Menge Geister gibt. Du scheinst dich ja mit ihnen auszukennen. Ja. Sieh dich doch mal nach einem freundlichen Vertreter ihrer Art um, ja? Er wird dann auch morgen noch bei Düstermoor mit dabei sein. Also ich muss immer sagen, ich sage es immer morgen, weil ich die Folge jetzt gerade am Donnerstag aufnehme. Aber ihr wisst, was ich meine. Heute, aus eurer Sicht. Wer und was bist du, dass du an diesen verfluchten Ort kommst? Es gibt hier nichts für dich zu holen, Fremder. Deine Reise war umsonst. Geh und kehre nie mehr zurück. Ich kann dir nicht einmal meinen Namen sagen. So fremd bin ich mir selbst. Die Mahlstromelementare, die auf dieser Insel umherstreifen, sind dafür verantwortlich. Du würdest mir dabei helfen, meinen Namen wiederzufinden? Unmöglich! Die Mahlstromelementare hüten die Donnerkristalle wie kostbare Schätze. Doch nur mit ihrer Hilfe kann mein Geist genesen. Wer und was bist du? So, wir kriegen jetzt 46.000 Erfahrungspunkte hierfür. Reicht das aus? Deine Reise war umsonst. Geh. Reicht nicht aus. Ich tendiere dazu, dass wir diese letzte Quest hier einfach im Stream machen.
und dann einfach nach Düstermoor gehen. Das wäre, glaube ich, besser. Weil dann haben wir das gleich, haben wir gleich den Dialog für Düstermoor und das ganze Zeug gleich in einer Folge drin. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Und dann würde ich sagen, machen wir das so. Da beende ich die Folge jetzt an dieser Stelle. Wie gesagt, Leute, aus eurer Sicht heute am Freitag startet um 19 Uhr der Livestream zu Düstermoor. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich hoffe natürlich, dass wir den kompletten Dungeon schaffen, aber man weiß es ja nicht. Ansonsten, wenn ihr nicht dabei sein könnt heute Abend, dann wird Düstermoor auch in einzelnen Folgen hochgeladen werden auf YouTube. Also das Let's Play geht praktisch ganz normal mit der nächsten Folge dann weiter. Und das sind dann halt die Folgen, die ich während des Streams aufgenommen habe. Und dann werden wir die Reise ins düstere Reich von Melester dann beim nächsten Mal hier beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.